Hi, ich bin Jonas vom Recording Blog und heute schauen wir uns mal den Haas-Effekt an und wie man damit aus einem Mono-Sound einen schönen Stereo-Sound machen kann. Los geht's! Tach und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording Blog und heute wollen wir uns mal einem kleinen Audio-Mysterium zuwenden, aber zumindest einem Begriff, der jetzt sich nicht sofort erschließt, der Haas-Effekt. Was ist der Haas-Effekt? Der Haas-Effekt beschreibt im Prinzip das, was bei uns passiert, wenn wir ein Signal hören und das unsere Ohren zu unterschiedlichen Zeiten trifft, also in einem Abstand von 2 bis 35 Millisekunden Unterschied. Sagen wir mal, man hat da hinten klatscht einer und der Klatscher erreicht uns hier auf dem linken Ohr etwas früher als auf dem rechten Ohr. Dann weiß unser Ohr, kann dadurch die Ortung starten und weiß, okay, der Sound scheint anscheinend von links gekommen zu sein, denn er ist früher am linken Ohr gewesen. Und dadurch, dass der Klang vor diesem Klatscher auf der rechten Seite nicht später als 35 Millisekunden später angekommen ist als auf der Seite, können wir das noch einem Klangereignis zuordnen. Wenn es mehr als 35 Millisekunden sind, zum Beispiel, weil es irgendwie eine Reflexion von der Wand ist, die etwas später zurückkommt, oder aus einem Berg, ein Echo zum Beispiel, dann weiß unser Ohr auf jeden Fall, dass es sich um zwei verschiedene Signale gehandelt hat. Dieser Haas-Effekt, wie er genau funktioniert, ich glaube, da liest du am besten in der Wikipedia genau nach, weil da steht es tatsächlich physikalisch und raumakustisch richtig beschrieben drin. Also falls du dich dafür interessierst, mache ich mal einen Link unten in die Videobeschreibung, kannst du auf jeden Fall draufklicken, findest du in der Wikipedia die Beschreibung vom Haas-Effekt. Für mich persönlich ist nur wichtig, was ich mit dem Haas-Effekt erreichen kann. Denn ich kann mit dem Haas-Effekt oder mit einem Delay, was ich so einstelle, dass es passend zum Haas-Effekt funktioniert, kann ich dafür sorgen, dass aus einem Mono-Sound ein Stereo-Sound wird. Und das ist keine Magie, kein Voodoo oder sonst was irgendwie, sondern einfach angewandte Physik und natürlich auch Psychoakustik. Ich glaube, Psychoakustik ist das. Aber auch da ist es mir völlig egal, was da tatsächlich wirklich dahinter steckt, sondern wichtig für mich ist nur zu wissen, dass ich mit diesem Effekt aus Mono-Stereo machen kann. Wenn du jetzt zu denjenigen zählst, die schon mal vom Haas-Effekt gehört haben und auch gehört haben oder gelesen haben, dass man die Monokompatibilität von diesem Sound, den man so bearbeitet, verliert, dann hast du recht. Man schränkt sie zumindest ein. Das heißt, wenn du einen Sound nimmst, einen Mono-Sound, und du machst mit Hilfe des Haas-Effektes daraus einen schönen breiten Stereo-Sound, dann kann es passieren, wenn dein Song in Mono abgespielt wird, dass der Sound dann im ganzen Mix entweder leiser ist oder sich klanglich verändert durch ein paar Phasenverschiebungen, die da passieren können. Oder aber auch ganz verschwindet. Also ich habe es schon gehabt, dass ich wirklich, also nicht ganz verschwindet, aber doch sehr weit nach hinten rutscht im Mix. Die Gefahr besteht tatsächlich. Wenn du aber zu denjenigen zählst, die sagen, es ist mir völlig egal, wie mein Song oder mein Sound in Mono klingt, weil meine Songs werden grundsätzlich in Stereo gemischt, dann ist das auf jeden Fall ein super Trick für dich. Und ich bin letzte Woche bei einem großen Mix-Coaching in Berlin gewesen und bin da auf den mehrfach Grammy-nominierten Mixer und Produzenten Ken Lewis gestolpert. Ich habe bei dem das Coaching gemacht. Ich laber hier schon wieder. Der Ken ist auch einer von denjenigen, der auf die Frage hin, die ich ihm gestellt habe, mischst du eigentlich im Mono oder ist es dir wichtig, wie dein Song in Mono klingt, hat er gesagt, es ist mir völlig egal, wie mein Song in Mono klingt, weil ich mische in Stereo, ich mische fürs Abhören in Stereo, deswegen ist es mir völlig egal. Und der Bursche hat schon mit Kanye West zusammengearbeitet, er arbeitet seit 2002 schon mit Kanye West zusammen oder mit Rihanna oder mit Ariana Grande oder mit wem auch immer der gearbeitet hat. Unfassbare Diskografie dieser Mann, und wenn der schon sagt, Stereo ist für mich das Wichtige, Mono ist mir völlig egal, dann ziehe ich das zumindest mal mit in meinen Entscheidungshorizont mit rein. Ich mische nach wie vor ein bisschen im Mono, weil ich da super überprüfen kann, ob sich einige Sounds überlagern und da ein bisschen auslöschen. Einen klaren Mix kannst du durchaus im Mono überprüfen, aber am Ende des Tages sollten wir unsere Songs dann doch in Stereo rausbringen und dann sollen sie auch in Stereo gut klingen. Und wenn du zu denen zählst, die dann halt Mono, denen das völlig egal ist. Der Henning Fehrlage war übrigens auch so einer, mit dem ich mal das Interview gemacht habe. Falls du das verpasst haben solltest, kann ich das mal hier oben einblenden. Der Henning Fehrlage hat unter anderem Unheilig gemischt und der sagt auch, Stereo ist für mich das Wichtige, Mono ist mir egal. Also, nochmal, brech mir die Religion runter, Mono, Stereo, völlig egal. Aber wenn du zu denjenigen zählst, denen Mono völlig egal ist, dann ist der Haas-Effekt ein super Tool für dich. Das gucken wir uns gleich in der Session an, wie man mit einem einfachen Delay das hinkriegen kann. Und verpasst danach auf jeden Fall nicht noch die Frage der Woche. Gibt heute keine Frage
Frage der Woche, sondern ich erzähle gleich noch ein kleines bisschen vom Mix-Coaching mit Ken Lewis, was ich da an diesem Tag gelernt habe. Zwei ganz große Regeln, die erzähle ich dir gleich auf jeden Fall. Regeln klingt immer so verbindlich. Zwei große Tipps, die ich mitgenommen habe, auf jeden Fall, wie man schneller und effizienter mischen kann. Das erzähle ich dir gleich nach der Session. Und falls du noch nicht mitbekommen haben solltest, dass es einen großen Mix-Contest gibt bei mir, dann guck doch mal auf meiner Seite unter www.recordingblog.com, melde dich da kostenlos im Mitgliederbereich an, denn da kannst du die Spuren von meinem Song immer wieder runterladen und kannst dann daraus deinen eigenen Mix erstellen. Ich habe ja meinen Mix gemacht, den kannst du dir bei Soundcloud anhören und der Link ist unten in der Videobeschreibung. Aber wenn du deinen eigenen Mix mal machen möchtest mit völlig fremden Spuren, dann kannst du dir da fast 50 Spuren von mir runterladen und den Song dann mischen, so wie er dir gefällt. Und wenn er dir gefällt und du meinst, ich sollte den auch mal hören, dann schick ihn mir doch als MP3 zu. Der Mix-Contest läuft bis zum 1. Mai 2018. Und alles, was bis dahin eingeht, einfach ein MP3 an jonas@recording-blog.com schicken. Und dann nimmst du an einem Mix-Contest teil. Man kann auch was gewinnen. Und zwar dieses coole Buch hier, was mir die PPV Medien zur Verfügung gestellt haben. Moderne Musikproduktion in der Praxis. Wirklich ein allumfassendes Werk. Wenn du das hast, brauchst du im Prinzip schon fast kein anderes Buch mehr. Da steht so viel drin von Mixproduktion über Mixtipps und alles. Also da haben sich die Jungs und Mädels hier wirklich eine Riesenmühe gegeben und der Lars Bohn hat sein komplettes Wissen hier reingepackt. Es lohnt sich wirklich, dieses Buch. Also wenn du es nicht gewinnst, kannst du es dir auch kaufen. Lohnt sich auf jeden Fall. Und dieses Buch kannst du gewinnen, aber selbst wenn du nicht gewinnst, hast du hoffentlich auf jeden Fall viel Spaß beim Mischen von meinen Tracks und beim Lernen und beim Machen und wie sagte Stefan Stoppock immer so schön, Learning by Burning, also das kommt beim Machen. Viel Spaß beim Mix-Contest. Wir gehen jetzt in die Session und sehen uns dann danach gleich nochmal zur Frage der Woche, die heute keine Frage der Woche ist. Achso, falls dir dieses Video jetzt schon gefallen sollte, dann drück doch schnell auf Daumen hoch, damit du es mir auch zeigst, dass es dir gefällt. Und wir gehen jetzt rüber in die Session, also los geht's. So, dann sind wir schon in der Session und ich zeige dir einfach mal, wie man die Methode oder wie man den Haas-Effekt mit Hilfe eines Delays anwenden kann. Einmal für ein Percussion-Instrument, nämlich ein Clap, und auf der anderen Seite mal für eine Gitarre. Du kannst es auch für jeden anderen Sound benutzen, also auch für Synthesizer-Sounds. Hauptsache ist, dass die Mono sind und dann kannst du daraus auf jeden Fall ein schönes, breites Stereobild entwickeln. Wir brauchen, wie gesagt, ein ganz normales Delay und wir hören erstmal rein in den Beat, den ich hier habe vielleicht. Da ist also diese Clap und die Clap in der Mitte, die soll nicht mehr aus der Mitte kommen, sondern die soll jetzt auf die Seiten springen. Und wie gesagt, wir brauchen dafür ein ganz normales Delay, ist in jeder DRW eingebaut. Es gibt bestimmt auch freie VST-Plugins, die man dafür nutzen kann. Ich muss hier oben bei Delays gucken. Und ich nehme mal das Stereo-Delay, was hier bei Logic eingebaut ist. Einzige Voraussetzung für das Delay-Plugin, was du benutzt, du solltest in der Lage sein, die Delay-Zeiten für die linke und die rechte Seite unterschiedlich einzustellen. Und das kann ich hier bei diesem Stereo-Delay, deswegen ist es ja auch ein Stereo-Delay. Und das Erste, was ich mache, ich stelle mal hier auf der rechten Seite das Tempo-Sync aus. Das heißt, das Tempo von den Delays hier im Plugin ist jetzt nicht mehr gekoppelt an das Tempo vom Song. Also kann ich das jetzt endlich frei einstellen. Sonst kann man das nämlich zumindest bei diesem Plugin nicht frei einstellen. Aber ich denke mal, das ist bei allen anderen Delays dann auch so, dass man das Tempo-Sync erstmal ausstellen sollte. Als Nächstes reduziere ich den Mix auf der linken Seite. Hier ist ja der Mix eingestellt, wie viel vom Delay auf die einzelnen Kanäle draufgegeben wird. Und auf der linken Seite soll gar nichts sein. Das drehe ich hier komplett auf 0 und auf der rechten Seite soll nur das verzögerte Signal zu hören sein. Das auf der rechten Seite gibt es dann quasi das 100% verzögerte Signal. Das ist die Einstellung. Links unverzögert, also das direkte Signal ohne Delay. Rechts voll verzögert, also nur das Delay. Und dann stelle ich hier noch das Feedback. Das steht hier bei 35% standardmäßig. Stelle ich auf 0 auf beiden Seiten und hier für die Optik drehe ich auf der linken Seite auch noch die Delay-Zeit komplett runter. So, das war aber jetzt wirklich, der letzte war jetzt nur für die Optik. Feedback ist auf jeden Fall wichtig. Runterdrehen, dann links Originalsignal, rechts das verzögerte Signal und jetzt gehen wir mal an die Delay-Zeit für die rechte Seite. Die sollte gemäß Haas-Effekt irgendwo zwischen 2 und 35 Millisekunden sein, damit wir unser Ohr nicht zu sehr verwirren und unser Ohr das noch als ein einzelnes Signal wahrnimmt. Ich stelle meistens irgendwas zwischen 10 und 20 Millisekunden ein und ich zeige dir gleich auch noch, wie man diese Delay-Zeiten nutzen kann, um den Sound zu verändern. Aber wir hören erstmal, was bei 12 Millisekunden passiert. Ich mache das mal aus und wir hören den Beat mal an und dann schalte ich es an. Aus. Jetzt mach ich's an. Der Clap-Sound scheint automatisch aus der Mitte nach links und rechts außen zu springen. Und genau das ist das, was der Haas-Effekt bei der Anwendung hier mit einem Delay in der Praxis quasi bewirkt. Der Sound springt aus der Mitte auf die Seiten links und rechts außen.
Und jetzt habe ich ja gesagt, dass das nicht so ganz monokompatibel ist. Ne? Man muss sich ja vorstellen, dass die Wellenform von diesen beiden Signalen, die vorher mono sind, ein Monosignal besteht ja auch im Prinzip aus zwei Signalen, eins fürs linke und eins fürs rechte, es sind nur halt die identischen. Und diese, sieht man das? Ja, genau. Diese Signale, die sind jetzt eigentlich erst gleich. Und wenn man die ein bisschen verschiebt, dann kommen die auseinander und dann kann es passieren, dass die eine Wellenform noch oben ist, während die andere schon unten ist. Und dann gibt es Phasenauslöschung. Das heißt, der Sound kann sich verändern, wenn man die Delay-Zeit falsch gibt es nicht. Wenn man die Delay-Zeit so wählt, dass halt diese Phasenauslöschung kommt. Man kann das zur Soundgestaltung benutzen. Ich überprüfe aber ganz gerne, ob der Sound in Mono dann doch sehr viel verliert oder eben nicht. Ich habe mal hier ein Gain-Plugin reingeladen, hier auf der linken Seite, um mal die Drums komplett auf Mono schalten zu können. Das ist im Prinzip nur ein Plugin, wo man hier, kann ich das hier zeigen? Ah ja, wo man hier auf Mono schalten kann und dann ist halt der komplette Kanal Mono. Ich habe hier auch auf meinem Monitor-Controller hier im Studio einen kleinen Mono-Knopf, den ich sonst benutze, aber jetzt hier fürs Zeigen benutze ich einfach mal das Gain-Plugin. Also, wir schalten die Drums mal hier auf Mono und hören mal, wie die klingen. Und ich schalte das Delay mit dem Haas-Effekt mal aus. Wieder an. Der Sound von Clap wird irgendwie leiser, scheint ein bisschen zu phasen oder scheint ein bisschen Phasenprobleme zu kriegen. Und deswegen ist es jetzt an uns herauszufinden, bei welcher Delay-Zeit für die rechte Seite wir den akzeptabelsten und besten Mono-Sound haben. Damit können wir nämlich sicherstellen, dass wir auf der einen Seite den Haas-Effekt nutzen können, auf der anderen Seite aber trotzdem einen einigermaßen guten Sound haben. Und ich stelle hier mal in 12 Millisekunden Schritten um. Und gucke mal genau, wie sich das dann verhält. Da muss man wirklich genau hinhören, denn man sollte den Sound wählen, der einem am besten gefällt. Ich achte darauf, dass er nicht zu leise wird, dass er nicht zu sehr phased und dass er noch einigermaßen seinen Charakter behält. Die drei Sachen achte ich drauf und wir hören mal. Wir starten, wie gesagt, bei 12 Millisekunden und gucken mal, was passiert. Das klingt schön. 14, 16. Scheint er jetzt zu flammen bei 20 Millisekunden. Nehmen wir mal 10. 8. Da klingt er jetzt sehr phasig. Wieder 12. Ja, 14 Millisekunden hat mir jetzt in Mono am besten gefallen. Das heißt, ich habe jetzt durch die Methode mit dem Verschieben der Delay-Zeit auf der rechten Seite herausgefunden, wie der Sound in Mono am besten klingt und habe jetzt trotzdem, wenn ich jetzt das Stereo wieder einschalte, meinen Haas-Effekt auf der Clap. Sehr schön. Es ist nicht vollkommen monokompatibel, aber auf jeden Fall das Beste, was man kriegen konnte. So, das haben wir bei der Clap erfolgreich gemacht. Hören wir uns noch an, wie das bei einer Gitarre klingt. Ich habe hier zwei Gitarren, die ich eingespielt habe. Die klingen so. Die eine strummt so durch und die andere macht halt so ein Arpeggio. Und dieses Arpeggio möchte ich auch aus der Mitte rausholen und möchte das nach links und rechts außen verteilen mit dem Haas-Effekt. Ich kopiere einfach mal das Stereo-Delay, was wir gerade hier schon für den Clap gemacht haben, kopiere ich mal rüber auf diesen Kanalzug. Und wie du siehst, habe ich auch hier dann die gleiche Einstellung automatisch. Ne? Das ist die Einstellung hier, die wir gerade schon gewählt haben. Und mit diesem Haas-Effekt, also ich tune jetzt mal nicht die Delay-Zeit für diesen Gitarrensound, das könnte ich dann auch noch machen, um da auch die Monokompatibilität wieder zu überprüfen. Aber wir hören mal einfach mal an, wie das dann klingt, wenn ich den ausmache und wie ich dann diesen großen, breiten Effekt bekomme, wenn ich es anmache. Aus. Und.
Also gerade bei solchen Instrumenten finde ich es wirklich dramatisch. Bei Stimmen ist das auch cool, bei Mono-Synthesizern und so weiter. Also wenn man die wirklich mit dem Haas-Effekt, und mit, also mit einem Delay auf Basis des Haas-Effekts, so muss man es ja richtig sagen, mit einem Delay dann quasi aus der Mitte rausholt und auf die Seiten verteilt, das Soundbild wird größer, breiter, einfach toller. Und dafür ist Stereo auch da, dass wir es genießen können. Ne? Also nutzt die Delays, spielt rum mit dem mit den Delay-Zeiten hier irgendwo zwischen, wie gesagt, zwischen 2 und 35 Millisekunden. Das beste Fenster, was ich bisher gefunden habe, ist irgendwo zwischen 10 und 20 Millisekunden. Guckt, dass der Sound einigermaßen monokompatibel bleibt und dann kann man viel, viel Spaß damit haben, einen schönen, breiten, fetten Mix zu machen mit einem simplen Delay, was in jeder DRW drin ist. Also viel Spaß beim Nachmachen und wir gehen jetzt mal nochmal rüber zur Frage der Woche, die keine Frage der Woche heute ist. Also los geht's. Echt nicht schlecht, wie man mit so einfachen Mitteln und vor allem kostenlos aus Mono Stereo machen kann. Das ist doch wirklich Wahnsinn. Und wie gesagt, wenn dir Mono völlig egal ist, dann ist das wirklich ein Riesentipp, um damit deine Sounds auch ein kleines bisschen breiter zu machen. Jetzt bin ich schon wieder fast mit Songs und Sounds durcheinander gekommen. Das sind aber auch komische Wörter. Der Haas-Effekt, tolles Ding. Kommen wir zu meinem Mix-Coaching, was ich mit Ken Lewis letzte Woche in Berlin gemacht habe. Und so viel darf ich euch verraten. Es ist großartig, wenn man einfach mal so einem Grammy-nominierten großen Mischer und Produzenten einfach über die Schulter guckt. Kann und denen jede Frage stellen kann, die man möchte. Ich hatte das persönliche Glück, dass der Kurs auf 10 Leute angelegt war und was soll ich euch verraten? Die sind alle nicht gekommen. Also es hatten sich insgesamt dann doch nur 5 angemeldet und 3 sind dann nicht gekommen und einer davon von den Zweien, also ich war einer und der zweite ist dann auch noch zu spät gekommen. Ich hatte den halben Tag mit Ken für mich alleine. Ich konnte alle Fragen stellen, die ich wollte und wir haben auch ein bisschen rumgemischt und so weiter und als dann endlich der zweite Kursteilnehmer dazu kam, haben wir auch noch seinen Song gemischt und haben da wirklich mal einen kompletten Song mit echten Instrumenten gemischt, was ein Riesenspaß war. Und da habe ich 2 Sachen von Ken gelernt, die ich wirklich für mich jetzt in Fleisch und Blut übernehmen werde. 1, mache ich schon teilweise. Das andere ist auf jeden Fall ein Tipp, den jeder gebrauchen kann. Erstens, Ken mischt komplett aus dem Bauch raus und rucki zucki. Im Prinzip das, was ich beim Live-Mix auch mache, weil ich da einfach nur 2,5 Stunden Zeit habe. Aber Ken macht das ständig. Ken macht über 200 Mixe pro Jahr. Und wenn er da nicht rucki zucki und zügig mischt, dann kommt er einfach nicht durch. Der Mann mischt hauptsächlich aus dem Bauch raus. Er sagt selber, ich möchte zügig mischen, damit ich mich nicht mit einzelnen kleinen Entscheidungen aufhalte. Das heißt, er geht nicht ins technische Detail und schraubt irgendwie eine halbe Stunde an der Bassdrum rum, sondern maximal 5 Minuten und macht danach weiter. Damit er die Musik wirken lassen kann, damit er an der Musik arbeiten kann und damit er sich nicht in technischen Details verstrickt. So behält er das komplette Bild des Songs und der Musik komplett im Blick und mischt so zügig seinen Grundmix zusammen, dass du im Prinzip danach schon, also unser eins würde auf jeden Fall sagen, der Mix ist fertig. Dann hat er also in relativ kurzer Zeit seinen Mix komplett am Stehen und aus dem Bauch und aus dem Gefühl heraus gemischt, lässt sich nicht von der Technik abhalten und behält damit immer den Blick auf das große Ganze. Danach geht er natürlich in die Details und feilt dann nochmal rum. Nach der alten 80-20-Regel 80% der Arbeit benötigen 20% deiner Zeit und die letzten 20% der Arbeit benötigen 80% der Zeit. Das ist eine alte Regel. Ich habe den Namen von der Regel vergessen, aber das stimmt leider. Ne? Den Grundmix hat man immer relativ zügig stehen und dann geht's in die Details. Aber so mischt Ken auf jeden Fall volle Pulle drauf und immer aus dem Bauch raus und immer für den Song und immer fürs Gefühl im Song. Und die zweite Regel finde ich noch viel wichtiger. Was heißt, ja, das kann man wirklich zu einer Regel machen. Der zweite Tipp, den ich bekommen habe. Die zweite Regel, die er mitgegeben hat, ist: Mix bold, make bold mix decisions. Also mach mutige Mixentscheidungen. Sei nicht der Vorsichtige, der sagt, hier noch ein kleines bisschen und da noch ein kleines bisschen und habe ich zu viel Verzerrung oder so, bin ich zu laut oder so. Nein, entscheide dich, wenn du schnell mischt, einfach für mutige Mixentscheidungen. Mach laut, mach Verzerrung drauf, mach Effekt und so weiter, weil er sagt, du kannst deinen Mix damit sehr, sehr lebendig gestalten und zurücknehmen kannst du ja immer noch. Hast du zu viel Bass reingedreht bei der Bassjump, kannst du ja hinterher noch ein bisschen zurücknehmen. Aber mach im Mixprozess mutige Mixentscheidungen, trau dich auch mal ein langes Delay reinzumachen und lass es einfach mal stehen. Oder trau dich einfach auch mal eine Modulation auf eine Hallfahne zu machen oder sonst was irgendwie. Mach mutige Mixentscheidungen und trau dich, deinen Mix einfach aufzupeppen und nicht zu vorsichtig ranzugehen. Also zügig und aus dem Bauch heraus mischen, damit du in relativ schnell, kurzer Zeit einen guten, stabilen Gesamtmix kriegst. Und zum Zweiten, mach mutige Mixentscheidungen und trau dich einfach mal ein bisschen aus dem Rahmen rauszubrechen und wirklich mutig und geradeaus und auch mal ein bisschen lauter zu mischen. Warum nicht? Man kann nichts kaputt machen, man kann auch nicht sterben davon, sondern man kann nur gewinnen. Deswegen, das sind
sind die beiden Sachen, die ich mitgenommen habe. Andere Tipps, die ich an dem Tag gelernt habe, die werde ich definitiv noch in verschiedensten Videos rausarbeiten. Es war so unglaublich viel, was ich gelernt habe. Ich kann es jedem nur empfehlen, wenn ihr die Möglichkeit mal haben solltet, so einem Pro über die Schulter zu schauen. Also unfassbar, was man da alles mitnehmen kann. Wie mischst du? Mischst du schnell? Mischst du vorsichtig? Mischst du technisch? Mischst du erst den Bauch raus? Wie ist deine Mischmethode und wie gehst du an den Song ran? Bildest du den Song beim Schreiben zusammen und mischst den gleichzeitig beim Schreiben? Oder schreibst du ihn erst, machst alle Spuren fertig und setzt dann nochmal alle Fader auf Null? Schreib's mir bitte unten in die Kommentare. Ich bin total gespannt, welche verschiedensten Mixmethoden ihr alle am Start habt. Und vielleicht können wir uns ja auch austauschen mal untereinander, wo man noch vielleicht einen Verbesserungsvorschlag hat, wo man vielleicht nochmal optimieren kann und so weiter. Die Recording-Blog-Familie hilft sich ja sowieso schon bei Facebook immer sehr gut und hier unten unter den Videokommentaren ist es auch ganz toll, wie ihr euch gegenseitig Tipps und Tricks verratet, weil ich bin ja nicht die allwissende Müllhalde. Deswegen ist es auch schön, wenn ich da mal immer was lesen kann, wie ihr es anders macht und ja, bestimmt auch besser als ich. Also, vielen Dank für die Mitarbeit, vielen Dank für eure Unterstützung. Denkt an den Mix-Contest, ladet euch die Spuren auf jeden Fall runter auf recordingblog.com und wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche zu einem weiteren Video. Achso, falls du diesen Kanal noch nicht abonniert haben solltest, wäre es doch ein super Zeitpunkt, jetzt noch eben auf das Abonnieren zu klicken und dann daneben nicht die Glocke vergessen, dann kriegst du nämlich auch einen Hinweis, wenn das nächste Video rauskommt. So, jetzt habe ich aber wirklich alles abgearbeitet und wir machen jetzt mal Feierabend. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin wünsche ich vom Guten nur das Beste. Macht's gut und Yassas.